Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 12. November 2021. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute mit den Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Und bevor ich daran gehe, diese zu beschreiben, vielleicht ein paar Vorbemerkungen zur Lage. Also das eine ist, dass Angst ja kein guter Ratgeber ist, das wissen wir ja alle. Deswegen sollten wir uns auch nicht von irgendwelchen Ängsten beherrschen lassen, sondern klar unterscheiden, auch zu sehen, dass Vorsicht durchaus berechtigt ist, aber Angst im Grunde oft nicht nötig ist. Also beispielsweise, wenn ich in der Ostsee baden gehe im Sommer, dann ist es durchaus angebracht, vorsichtig zu sein. Aber ich muss jetzt keine Angst haben, dass mich da der weiße Hai frisst oder ein Riesenkalmar verschlingt. Das Zweite ist, dass wir ganz klar unterscheiden, wo kann ich was bewirken und wo kann ich nichts bewirken. Es gibt ja bestimmte Dinge, wenn wir jetzt nicht direkt in der Politik sind oder Ministerpräsident, können wir an diesen Leitlinien erstmal wenig bewegen, aber ich kann in meinem persönlichen Umfeld und bei mir selbst was bewegen. Dann ist es immer sicherlich besser, wir kümmern uns um uns selbst. Das heißt nicht, dass wir nicht anderen beiseite stehen, dass wir Mitgefühl für andere haben, aber es bringt nichts, die Meinung oder Ideen oder die Ängste anderer ändern zu wollen. Das Veränderung kann nur jeder selbst treffen. Und vielen von euch, die ja meine Videos auf beiden Kanälen öfter schauen, wissen ja auch inzwischen, dass im Grunde Zufriedenheit und Glück, Freude eher im Innern als im Außen zu finden ist. Besinnen wir uns auch in diesem Herbst und Winter auf diese Fähigkeiten von uns, in uns Frieden und Glück zu finden und nicht unbedingt in der Außenwelt. Und natürlich die Filter einbauen. Die Filter einbauen, wo wir merken, Nachrichten, Medien, andere Menschen, das tut mir nicht gut, das fördert nur meine negativen Gefühle. Achten wir immer besonders darauf, wo meine Emotionen, meine Gedanken sich ins Unheilsame verstärken und welche Informationen, welche Menschen, welche Tätigkeiten ins Heilsame verstärken. Vielleicht mache ich auch zu diesen Themen auch noch mal wieder ein extra Video. Gut, zu den astrologischen Konstellationen am Wochenende. Fangen wir mit dem Mond als Tagesanzeiger der Energien an. Dieser Mond ist zunehmend. Wir gehen ja auf den nächsten Vollmond zu, der ja nächsten Freitag sein wird, am 19. haben wir Vollmond im Skorpion und im Stier. Aber der Mond wechselt heute Morgen aus dem Wassermann in die Fische um 8:53 Uhr. Wir haben also so von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr Mondwechselenergie heute Morgen. Eine gewisse emotional unklare Situation. Und dann gehen wir in den Freitag ins Wochenende mit dem Mond in den Fischen. Wir haben also hier nochmal Sonne und Mond in Wasserzeichen. Sonne, Skorpion, Mond, Fische. Dazu kommen noch Merkur und Mars im Skorpion, also eine starke Betonung der Wasserzeichen. Was grundsätzlich immer ein Thema ist, dass dadurch die Emotionen, die emotionalen Bereiche sehr viel stärker sind. Wir fühlen eher schneller, reagieren emotionaler. Gerade Mond in den Fischen macht ja sehr sensibel, sehr sensitiv. Deswegen gelten diese Schutzmaßnahmen, die ich am Eingangs besprochen habe, für uns bei Mond in den Fischen umso stärker, da wir sensibler sind, da wir auch die Emotionen stärker in uns aufnehmen, gilt es hier besonders, uns zu schützen. Der Mond in den Fischen ist ja immer auch besonders gut geeignet für spirituelle Arbeit, für Meditation, für Energiearbeit, für Heilungsarbeit, für Musik, Kunst und all diese Dinge. Da ist Mond in den Fischen eben besonders gut geeignet. Auch hilfreich immer, wenn wir uns ans Wasser begeben, ans Meer, an See, an Fluss, wenn wir das können, egal wie das Wetter ist. Der Mond wird erst am Sonntagnachmittag um 16:48 Uhr wird es dann in den Widder gehen. Also der Sonntagnachmittag, Abend, dann mit Mond im Widder, bisschen energiereicher, bisschen energetischer, kommt ein bisschen mehr Schwung rein, kommt vielleicht die Idee auf, dann da noch ein bisschen aktiver werden
zu wollen. Von den Planetenbewegungen her ist die Sonne ja jetzt ins dritte Dekanat des Skorpions eingetreten. Die letzten 10 Tage mit der Sonne im Skorpion, Montag in einer Woche, also am 22. Dann der Wechsel in den Schützen. Jetzt also nochmal ein Skorpion-Wochenende. Die Sonne macht heute das Trigon zum Neptun, was diese Fische-Neptun-Energie nochmal verstärkt. Das ist heute um 17.23 Uhr exakt und deutet auch darauf hin, dass wir heute eher milde und sanft mit uns umgehen sollten, eher spirituelle Arbeit leisten, uns auch nicht wundern, wenn uns vieles zu viel ist, man ist dann vielleicht besonders empfindsam, aber eben auch besonders gut, wer eben Energiearbeit leistet oder wenn wir Güte oder Liebe oder Mitgefühl in die Welt strahlen wollen. Manchmal ist die so eine energetische Arbeit vom Sitzkissen oder von der Couch aus sehr viel wirksamer als irgendwelche Aktivitäten in der Außenwelt. Mars läuft ins Quinkungs zu Chiron. Dieser Aspekt ist heute Nacht, also um 0.19 Uhr exakt. Das bedeutet eben auch, dass Mars uns hier möglicherweise auf alte Wunden und Verletzungen hinweist. Entschuldigung, und wir eben auch hier aktiv uns um Heilung und Integration bemühen können. Merkur läuft in die Opposition zum Uranus. Dieser Aspekt ist am Sonntagnachmittag exakt. Hier ist dann nochmal der Hinweis gegeben, Merkur, Uranus, viele gute Ideen, innovative Ideen, vielleicht auch Ideen, Dinge mal anders machen zu können. Aber auch ein sehr sprunghafter Merkur, der sich sehr aufregen kann, HB-Männchen, er kann sehr schnell in die Luft gehen, sich nervlich überreizen. Daher kann es eben dann auch relativ schnell, auch hier nochmal die Warnung, zum Streitereien in Gesprächen kommen, in der Kommunikation kommen. Vielleicht auch das Wochenende nicht unbedingt der beste Zeitraum und wichtige Lebensentscheidungen zu fällen, weil Merkur-Uranus oftmals vielleicht manche Dinge schnell für genial hält, die sich dann im Nachhinein eben doch als etwas übertrieben herausstellen könnten. Hier also ein bisschen vorsichtig sein. Zum Anfang der Woche dann am Montag, bespreche ich natürlich dann am Montag, läuft die Venus hier ins Quadrat zu Chiron und die Sonne ins Quadrat zu Jupiter. Das bedeutet eben dann auch am Montag, mehr mit Mond Widder dann und Sonne Jupiter, wieder mehr Wachstums-, mehr Energiemöglichkeiten und mit Venus Chiron auch die Möglichkeit, nochmal auf erlittene Verletzungen hinzuschauen, Heilung zu bewirken. Aber mit Mond in den Fischen vor allem wichtig, dass wir sozusagen unsere Energie auch nach innen richten und dass wir uns im Innern etwas Gutes tun, dass wir gut für uns sorgen. Soweit meine Aussichten zum Wochenende. Ich wünsche uns allen einen schönen Freitag und ein schönes, intensives Wochenende und melde mich dann spätestens am Montag wieder mit dem Tageshoroskop. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.